Action. Das ist jetzt richtig geworden, ich weiß nicht. So, erstmal Hallöchen, liebe YouTube-Leute. Und wieder Hallöchen, ja. Und weiter ein schönes Wochenende gewünscht. Und alle Leute im Livestream, Hallöchen, Hallöchen. So, ganz wichtig, muss man was loswerden. Und zwar, das Thema hatte ich, wo hatte ich ein Thema? Irgendwo hatte ich das Thema mit irgendjemandem gehabt. Ich glaube, ich hatte das bei Trailer Jumper oder so, wo wir am TS gequatscht haben. Und zwar, warte einen Moment. Und zwar, manchmal sagen die Leute, übrigens hier für alle, könnt ihr wieder eingeben, Ausrufezeichen Chat und so, weil wenn ich halt nicht mitbekommen oder so, oder wenn Fragen sind, was bist du, Hund, Katze, Autoradio oder Fernseher oder Fotomodell, Ausrufezeichen Cosima, also pass auf, die Frage, was ich erzählen wollte, viele sagen bei uns auf dem Kanal ja manchmal so, oder auch bei dem YouTube-Kanal wahrscheinlich, Cosima, du redest immer zu viel oder zu wenig, Cosima, du redest zu wenig, oh, also, und, also manchmal reden wir zu viel, ja, ist aber recht selten der Fall, aber manchmal reden wir vielleicht ein bisschen mehr und da sagt er, habe ich glaube ich zu Trailer, ich weiß nicht mehr zu wem, ich glaube zu Trailer war ich gesagt, aber das ist wichtig, wisst ihr wieso? Weil ich habe gesagt, glaube ich, da habe ich nicht zu Natalie auch gesagt, also ich habe jedenfalls, nee, irgendwo habe ich das gesagt, glaube zu, wo habe ich denn, egal, jedenfalls, das Reden ist wichtig, auch mit den Leuten sich zu unterhalten und kennenlernen, weil guck mal, wenn ich nur kommen würde, also praktisch komme, sag allen Hallöchen, Hallöchen so und dann spiele ich und dann gehe ich wieder. So, und zwischendurch sag ich mal Hallöchen da, Hallöchen du und Hallöchen der da. Ja, ja, schön, 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 schön. Und dann spiele ich weiter. Dann habe ich ja keinen Kontakt zu den Leuten hergestellt, also zu der sogenannten Community dann, ja. Ich habe ja keinen richtigen Kontakt, weil ich mit den Leuten, so nach dem Motto, ich halte die dann mehr so auf Distanz, grüße die mal nicht und dann wartet schon gewesen, dann spiele ich weiter, so nach dem Motto, und dann ist gut. Und das ist aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste, die Lehre, die wir daraus ziehen müssen bei Hypnos World, wenn ich so viel manchmal rede oder überhaupt gerne unterhalte mit den Leuten, mich quatsche und tue und mache, das Wichtigste daran, was man lernen sollte, ist, das kommt nicht mehr wieder. Wisst ihr, was ich meine? Und zwar, als Beispiel, die Games, die wird es immer geben. Die Games, die gibt es schon seit Jahrhunderten, also seit Tausenden gibt es schon diese Games, also die rennen uns nicht weg. Was aber geht, sind die Leute. Wisst ihr, ich meine? Das ist wie mit, so nach dem Motto, dein Partner geht, aber die Games sind immer noch da. Ja. Also als Beispiel jetzt mal, also die Games rennen uns nicht weg, wenn du überlegst, das sage ich schon öfters mal, das habe ich schon damals mal ein paar Mal erzählt, rechne mal jetzt 30 Jahre, wir würden jetzt 30 Jahre weiter Games spielen. Seid mal ehrlich, wisst ihr noch, wie viel LoL wir spielen, wie viel Counter-Strike und andere Spiele noch kommen und spielen werden? Also was, in den nächsten 30 Jahren so. Was aber nicht ewig ist, sind die Leute, weil manche Leute verschwinden vielleicht aus unserem Leben oder so, ja? Oder durch einen Unfall oder sonst irgendwas oder irgendwelche passieren oder man streitet sich, geht aus dem Leben, wie gesagt, und man oder lebt sich auseinander. Das heißt, man verliert sich sozusagen. Was bleibt, sind die Games. Die sind immer da. Ja, deswegen sehe ich das nicht so, ich sehe das da ein bisschen gelassener, weil viele sagen, Mensch, Cosi, Mann, nun spiel doch mal, ich warte schon so lange und dann denke ich mir so, ja, die Games rennen mir ja nicht weg, also die sind immer da, die Games, aber die Leute sind nicht immer da, ja, das meine ich damit, sozusagen Leute kennenlernen, dass man mit Leuten quatscht oder kennenlernen, die sind nicht immer da, das heißt also, die leben vielleicht ein anderes Leben oder die verziehen um oder die ziehen weg, keine Ahnung, oder machen dann plötzlich was anderes, haben keine Zeit mehr, das heißt also, man sollte die Zeit, die man hat mit den Leuten, die man kennt, genießen, weil sie werden vielleicht nicht immer da sein, ja, oder auch Gamer, ich stell mir vor, andere Gamer, die haben vielleicht einen Unfall, sind dann nicht mehr da oder so, das kann ja passieren, und dann hat man nicht mit den Leuten sich unterhalten, nie richtig kennengelernt oder so, ja, weil, ja, du hast dich halt nur so auf diese Spielen konzentriert, auf Spiele, die Spiele sind dann immer noch da, aber die Leute sind nicht mehr da. Das versuche ich ja zu den Leuten irgendwie mal klar zu machen, dass Gaming ist geil, aber es ist nicht alles, sondern das Drumherum ist auch ziemlich geil, weil das kommt nicht mehr wieder. Ja, die Games bleiben, das Drumherum verändert sich ständig. Ja, das wird, ändert sich irgendwie, das wird anders alles. Aber die Games sind immer die gleichen. Also ich meine, das ist halt Gaming sozusagen. Aber die Leute sind anders dann. Entweder werden sie älter oder jünger oder anders, ja. Das wollte ich mal sagen. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man ist mir mal so durch den Kopf gegangen von einer ganzen Weile schon. Und ja, so ist das. Das sollte man sich immer so innehalten, wenn man jetzt auch als Zuschauer oder als Livestreamer das nur streamt, also nur Spiele macht, gar nicht auf die Zuschauer eingeht. Oder man ist als Zuschauer und seppt nur durch die Gegend, wo gibt's hier Spiele, wo gibt's Spiele, wo gibt's Spiele. Anstatt mal dort, wo man ist, die Leute kennenzulernen, also sich mit den Leuten zu unterhalten, die Leute kennenlernen, Freundschaften schließen, Kontakte, Mafia-Kontakte, ein bisschen Geschäfte machen, vielleicht irgendwas, ja, Kooperationen oder sonst irgendwas. Das ist viel interessanter. Also nur um rumzuseppen, um Spiele zu sehen, da kannst du, wie gesagt, bei YouTube auch Let's Plays mal dir ankicken. Das ist einfacher, als bei Twitch rumzusuchen, ach, wo ist denn jetzt ein geiles Let's Play, wo kann ich jetzt ein geiles Let's Play sehen, weil das
dann guckst du auf dem YouTube-Kanal, da hast du deine geilen Let's Play-Leute und fertig, brauchst du ja nicht suchen. Also, verstehst du, brauchst du ja nicht rumsuchen. Also, viel interessanter ist bei Twitch, ist meine Meinung, rumzusuchen, wo finde ich geile Leute, wo ich quatschen kann, wo ich Leute kennenlernen kann, wo ich abhängen kann und rumschnacken, Geschäfte machen, irgendwas oder keine Ahnung, ja. Weil nur, wenn ich nur rumseppe, um Spiele zu sehen, ja, man, das kann ich auch bei YouTube haben. Da brauche ich nicht extra rumsuchen. Als Beispiel jetzt mal. Also für mich persönlich. Für mich wäre interessant, Menschen, neue Leute kennenzulernen. Halt Kontakt zu anderen Lebewesen sozusagen. Weil Games, die werden immer da sein, diese Games. Guck mal, wie lange gibt's schon LoL? Wie lange gibt's Counter-Strike? Verrückt, oder? Also ewig schon. Die gibt's ewig. Oder? Nur mal so. Ja, Lorena sagt, finde die Einstellung gut. Ja. Und was geht gerade ab? Zurex! Ich glaube, die meinen mehr, dass du bestimmte Fragen, Themen in die Länge ziehst und abschweifst. Das ist ja nicht meine Art, so, ja? Das kommt halt durch das Alter. Das sage ich euch. Die älteren Menschen, die quatschen immer und quatschen und quatschen. Die fallen von einem Thema ins nächste, weil sie überall so viel schon erlebt haben. Außer sie haben jetzt im Wald auf dem Baum gelebt. Dann hast du jetzt nicht ganz so viel erlebt. Aber wenn du praktisch so wie ich in Berlin groß geworden bist, mitten im Kiez, mitten an der Quelle sozusagen, an der Quelle der Informationspolitikgeschichte, hast nicht in die Fresse rein und so, dann hast du natürlich ordentlich was mitgekriegt als Kind sozusagen, bis zum hohen Alter, weil wenn du direkt praktisch in der Erlebniszentrale wohnst sozusagen, dann erlebst du eine ganze Menge sozusagen. Und deswegen schweift man da natürlich immer noch ab. Theoretisch privat, also ich versuche normalerweise immer meine Ruhe zu haben, witzig, oder? Ja, irgendwie witzig. Ja. Aber wie gesagt, das versuche ich auch den Leuten mal klar zu machen. Haltet euch, versucht Leute kennenzulernen. Die Leute sind nicht immer da, auch die Familie nicht. Die wird nicht immer da sein. Das heißt, nutzt diese Zeit. Wie gesagt, die Games rennen einen nicht weg. Ja. Theoretisch, wenn es dann geht, könnte ich heute mein altes Elite mir besorgen und Elite wieder spielen. Ist mir nicht weggerannt. Aber wenn ich dann denke, welche Personen mir alle schon aus meinem Leben verschwunden sind, ja, Elite gibt es immer noch. Ja, als Beispiel jetzt mal. Oder keine Ahnung, was wir hier vor kurzem waren, Spiele mal zeigen, die alten Gurkenspiele. Gibt's immer noch. Lotus und all wieder allein. Die Spiele gibt's immer noch. Die rennen wir nicht weg, diese Spiele. So, jetzt wollt ihr aber mal sagen. Da-dam. So, ich starte schon mal TS. Denn auf mich wird leider wieder gewartet. Nein, zum Glück. Ist doch schön, wenn Leute einen erwarten, oder? Also, ich meine nicht im Sinne, ich meine, dass man halt das. Das, ich finde es so geil, dass Leute so mitspielen. Also, ich finde es toll. Ich finde es einfach geil, Omato. Deswegen, der Schwerpunkt ist mehr auf die Menschen sich zu konzentrieren. Nicht auf die Spiele. Wie gesagt, die rennen uns nicht weg, die Spiele. Also, für alle Zuschauer, die nur rumseppen, um nach geilen Spielen Ausschau zu halten, guckt euch auch mal die Menschen an und versucht mal Freundschaften zu schließen, geile Kumpels zu treffen, geile Leute kennenzulernen. In den verschiedenen Streams, wo man so rumhängen kann. Sag ich euch, da kannst du voll was erleben. Ja, Mann, echt mal jetzt. Glaubt mir das. Ihr werdet sehen, ihr werdet ein ganz anderes Feeling bekommen, wenn ihr auf der Suche nach Menschen seid, anstatt nach Gameplays, also geilen Let's Plays, die irgendwo live im Livestream stattfinden. Glaubt mir das, ihr werdet auf einer ganz anderen Sphäre durch die Gegend schweben und seppen und Menschen kennenlernen. Glaubt mir das. Vielleicht trifft ihr sogar euren Partner auf dieser Suche. Ja? Wenn ihr nur rumseppt nach geilen Games, kriegt ihr vielleicht noch nicht mal ein paar. Also könnt ihr vielleicht sogar einen Partner kennen, wenn ihr euch mal mit den Leuten beschäftigt. Wäre doch geil, oder? So. Starten. Nee, war okay. Ich wollte eigentlich erst ein Overlay einschalten, aber gut, okay. Dann warte jetzt. Also. Geiler Anmeldebildschirm. Also ich meine geile Anmeldedings im Umsehen. Richtig geil. Wollt ihr mal Demo machen? Nee, komm, lass uns das mal jedes machen. Oder Demo. Eine Stunde spielen, hab ich das Spiel verpasst? Oh, da ist gemein, der Botex. Botex ist gemein, Botex ist gemein. Musik.
Musik ist geil, Mann. Die müssen wir uns irgendwann nochmal reinziehen, wenn ich alleine spiele sozusagen. Weil jetzt habe ich es eilig, ich muss zu unseren Leuten hier, für die YouTube-Leute, ich muss ja zu unseren Mitspielern. Deswegen kann ich jetzt nicht so rumtrödeln, ja. Ich beeile mich ja schon. Wenn ich mal wieder alleine ein Challenger-Game mache, ziehen wir uns mal voll diese Musik rein. Das nehmen wir mal auf, diese Musik, wenn er dann noch da ist. Das heißt, wir müssen das demnächst machen. Oh, so Butex hat mich schon. Ich komme jetzt erstmal zu euch. Ich komme zum TS jetzt. Vorausgesetzt, ich finde den TS hier. Na, da sieht alles so bunt hier aus. Hier, so eine Bilder haben die damals gesprüht bei uns hier, wo es da diese, in der Rüttichstraße dieses Treffen gab mit diesen Graffiti-Typen. Die YouTube-Leute fragen sie jetzt gerade, hä? Ja, hatten wir so ein Thema gerade vorhin gehabt. Erzähl ich auch irgendwann mal drüber. Was ich noch alles zu erzählen habe, Junge, Junge, Junge. Die Zeit reicht nicht, Junge. So, los. Connected. Connected, I love you. So, was mache ich jetzt? Da, 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 da. Wem haben wir denn alle? So, Botex, na, die Lady of Salt und Klecko. Und was ist aus den Neuen geworden? Wir wollten noch den Neuen mitnehmen. Da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen. Leute, da ist irgendwas schiefgelaufen. Bin bei LOL erst Level 21. Ich doch auch. Ich bin auch nicht wirklich Level. Ich bin auch kein wirklicher Level. So. Und. Da sagt jemand. Oh. Hui. Hui. Was war denn hier los? Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Scheiße, das war auch noch so geplant. Nein. Das war so gut. Das war so gut. Oh mein Gott. Was war das denn jetzt gerade? Ich hatte so diese 50-50 Chance, dass sie bei mir reinkommt oder bei ihr. Oh Gott, ey, ich hab mich doch nicht so erschreckt. Scheiße, was war das jetzt? So wunderschön. Was habt ihr gerade? Was habt ihr für ein Blödsinn? Du wurdest mit einem schönen Stöhnen empfangen, Cosi. Also ihr macht ja hier. Ihr macht ja hier Sachen. Sag einmal, hä? Völlig verrückt. Auf jeden Fall hat er mich überrascht, ja. Sag mal, aber ich sehe gerade hier, Klecko ist da, aber ich dachte, Dings wollte erstmal machen, CT hier und so. CT soll... Warum werde ich jetzt rausgeschmissen? Ich sehe, nein. Nein? Weil ich werde immer rausgeschmissen. Aber warte mal, wir wollten doch raffeln, oder? Ja, genau, wir wollten, Botex sollte drin sein und dann sozusagen wollten wir praktisch CT rein und dann sollte geraffelt werden, nämlich. Ja, dann raffelt. Ich kann dann auch gehen, das ist ja kein Ding. Ich bin einfach nur mal so auf den TS gekommen. Ich bin einfach nur so hier. Einfach so da. Ist doch nicht schlimm, ja. Leute, heute ist Samstag, wir können so viele LoL-Spiele machen, so viel könnt ihr gar nicht durchspielen, so viel schafft ihr gar nicht. Doch, Kursi, wir schaffen das. Doch. Nein, letztes Mal haben auch schon welche Gehirnwäsche bekommen von vielen LoL-Spielen. Ja, also ich mach schon mal eine Lobby auf, weil ich werde es eh nicht reinschaffen ins Team. Dann lass ich mach schon mal eine Lobby. Ey, das hört sich voll destruktiv an. Sei positiv, denk positiv, gib dich nicht auf. Ich bin kein Optimist, ich bin ein Realist und leider falle ich immer auf die Schnauze in meinem Leben. Nein, sag doch nicht sowas. Fall doch mal in 50 Euro rein, so wie ich. Oder ich falle in Lady of Salt rein. Ja, mach mal. Lady, ich sehe schon, Lady hat alle im Griff anscheinend, so wie ich das sehe hier. Und doch, so viele Spiele schafft man. Zurück sagt so viele Spiele, sag ich doch. Und, also, dann machen wir so, das heißt, Botex hat er sich vorhin schon angemeldet, hat einen Termin sich gezogen vom Arzt und dann von Arzt Hypnotiker und das heißt, und Ceti muss noch rein und dann muss man die anderen riffeln, richtig? So, korrekt. Und ich muss jetzt wieder lernen, wie man riffelt, leider. Ich dachte mal, ich bin irgendwie davon geheilt, irgendwie. Wie war dann muss ich jetzt mal schlafen. Ja, dann los, junge Frau, raffeln Sie mal. Ja, muss man, ich öffne mal erstmal. Erstmal öffnen. Ihr wisst ja, die Männer wissen, die erstmal öffnen, ne? So, erstmal. Nein. Nee, einfach rein Boot mit Anlauf. Ich bin nicht erfahren. Wow. Nein, was redet von. Ihr seid total ferkelig. Ich rede davon, rede ich gar nicht. Ist ferkelig, nicht wir. Ich rede von Sie öffnen. Nur mit Anlauf. Lady ist übelst verdorben. Also. Gell? Ey, ich bin ein Leute, denkt dran, wir sind auf Sendung. Ja, wir sind auf Sendung. Ja, ihr seid Tausende von Zuschauern schauen euch gerade zu. Auf Planet. Und auf Planet Erde und Milliarden im ganzen Universum. Also bitte, ja, mehr Cortenons, wie es immer heißt. So, also, warte mal. Ich muss mal gucken. Also los, da müssen jetzt alle erstmal, ich schreibe mal jetzt im Chat Go. Und alle müssen dieses Raffle-Ding machen. Wisst ihr noch, wie es geht? Nee, warte mal, schreibt mal Ausrufezeichen mitwirken. Mit. Ausrufezeichen. Mitwirken. Schreibt mal Ausrufezeichen mitwirken. Und dann, damit die Leute wissen, wie das funktioniert. Schön. Und dann, schreibt meine oder soll ich das schreiben? Warte. Hab ich's? Ah nein. Nee, mitwirken, genau. Und ich schreibe jetzt mal Go. Go. So, ich hoffe, das ist jetzt so richtig. Los, Lady. Ich bin jetzt. Ich hatte. Ja, Entschuldigung. So, und dann?
Das heißt, die, die dann nicht mehr spielen müssen, dann erstmal raus aus dem TS und dann nächste Runde mit drin. Und Klecko, du hast doch schon mal bei der epischen Nacht mitgespielt, oder? Wobei Jans ganz viele Spiele gespielt haben. Richtig? Also Klecko hat mal Jans, genau, das war immer, entweder war das gewesen eben mal mit Blutengel oder mit Shiva, wo wir unendlich lange viele gespielt haben und immer verloren und verloren haben. Also Klecko hat schon Jans ganz viel gespielt eigentlich, kann man sagen. So, das war ja noch... Ziti hat schon Freischein. Ich rede die ganze Zeit und bin gemutet, ey. Wow, Dolly. Ich hoffe, wow. Das ist schon ruhig hier. Ja, Klecko, ich wollte auch sagen, Mensch, ja, Klecko ist so... Ich dachte, Klecko... Ich hab schon gedacht, es fühlt sich hier auf einmal so angenehm an, jetzt weiß ich auch. Ich weiß, was sich nachher auch angenehm anfühlt. Okay, habt ihr schon geraffelt oder soll ich noch ein bisschen warten? Ne, alle pervers im TS. Nee, ich nicht. Elite-Killer, ich nicht. Ich bin ja die einzige Anstandsdame, kannst du sagen? Elite-Killer, ich werde auch Pech haben. Ich bin das gewohnt. Also, Gummipuppe Deluxe. Leicht verdient. Das heißt, wir haben jetzt welche geraffelt? Lady hat geraffelt. Genau, ihr müsst auch hier alle im TS, bis auf Botex und Ceti, die brauchen nicht raffeln, weil die ja sozusagen... Ja, wir sind schon in der Lobby. Du fehlst halt noch, ne? In der Lobby? Da kann man gut machen, Shoppy. Aber sag mal, was soll ich denn finden? Habt ihr euch einen Kopf gemacht, wem ich spielen soll eigentlich? Also, Kale ist ganz cool, ja. Corki ist Manfred, der ist ganz... Warte mal, hast du gerade Kale gesagt? Das ist doch diese eingebildete Zicke, oder? Nee, die ganze... Kale ist der Engel in der goldenen Rüstung. Naja, das ist diese eingebildete Zicke. Nee, mit der haben... Wir haben Morgana. Hier, mit Kale bin ich leider erstmal... Wir beide haben uns angezickt und sie ist eine alte Zicke. Und deswegen haben wir uns erstmal getrennt erstmal. Wir machen irgendwann wieder ein Date, aber im Moment stinkt mir das noch an mit dieser Kale. Nee. Die war... Corki ist... Nee, ist. Wisst ihr, was ich gerade Bock hätte? So, Gaylord. Wer? Gaylord. Wer? Mensch, Botex, schwach. Echt schwach. Na, Gaylord. Hier, Galio oder Galio oder wie er heißt. Ach, Galio. Ja, Galio. Gaylord, Mensch, Botex. Ja. Du bist ja nicht up to date. Ja, der heißt nicht mehr Galio. Der heißt jetzt Gaylord. Hat ja zur Zeit sehr viel um die Ohren. Ja, deswegen. Und der heißt... Ich hab mal Gaylord... Ich muss Gaylord spielen, Leute. Was ist denn das für einer? Was ist denn der? Viele Leute. Der ist ein Tank. So, viele Leute verwechseln Ausreden mit Rechtfertigung. Das ist schlimm. Keine Ausreden. Warte mal, Gaylo. Nee, Gaylord. Also, der ist ein Tank. Das heißt, ich muss dann spielen. Ja. Was? Ich spiele dann praktisch die Kriegerrunen und spiele. Nein. Keine Kriegerrunen. Warum war ich nicht drin? Ich hab. Ach so, Raffle muss ich eingeben. Oh. Warte doch mal, Botex, was soll ich denn für da mit Mastery und was nehme ich mit Runen? Nehme ich Kriegerruhen, oder? Ich glaube, nein, Krieger wäre ganz falsch. Also magische Runen? Also hier Magie? Ja, also magisch, er ist ein magischer Tank, ja. Er ist ein Tank, der Magieschaden macht. Ich bin so ein unfähiger Mensch. Was spiele ich denn? Also dann mache ich die magischen Runen und welche Mastery dazu? Na, die Mastery ist am besten, ja. Oder ab, ja. Also Magier. Was? Von wem? Von der Aini zum Beispiel? Oder von der Ash? Oder von was? Hast du Tank Masteries? Von Trundle? Ja. Trundle sollte gehen, ja. Trundle. Dun. Haben wir jetzt alle geriffelt? Sind alle am Riffen gewesen? Ja, ich hab's aber falsch gemacht. Also falls Kleko rauskommt, muss ich dir den Ingame-Namen noch schreiben. Oder Bote. Haben alle jetzt geruffelt, sozusagen ihren Ruffle-Ding gemacht, oder was? Ja? Alle gemacht? Ruffle? Alright? Soll ich ruffeln? Wir brauchen ja, dann theoretisch drei Leute, oder? Wir müssen drei Leute ruffeln. Ganz schön rum? Ja. Nein, zwei. Ah ja, stimmt. Ich zähle mich nie dazu. Ja, ist komisch. Ich zähle mich nie dazu. Ja, alles für die Community, Leute. Alles für die Community. So, alles für die Schokolade hier. So, Das heißt, es kann eine Person noch gewinnen. Oder zwei? Zwei. Also, pass auf, ich drücke jetzt. Achtung, Start. Zack. Und so, Winner ist. Achtung, ich poste jetzt mal in the Chat. Warte mal, so, Winner ist. Achtung. Zack. Ist Number One. Erster Gewinner. Alright. Right. Ah, oh. Ja. Oh. Yay, yeah, ich hab das gemacht. Das Schicksal hat entschieden. Warte, ich. Mein Supporter, ja. Ich drove weiter, ja? So, ich drove jetzt den nächsten. Achtung. Mein Leben macht wieder einen Sinn. Ich zähle rückwärts. 3, 2, 1, draw. Klack.
Und the next winner is of the in the Spielmodus. Achtung, jetzt Chat Postings. Zack. Wenn Nazi gewonnen hat, bin ich raus. So. Ja. Das heißt, Nati ist raus sozusagen. Oh nein! Atleko, wie heißt du im Game? Nati. Na, und Nati erstmal raus, aber Nati spielt da sowieso noch viel länger mit. Nati ist ja gerade erst sozusagen als Vampir wach geworden sozusagen. Das heißt also, Natalu ist ja noch eine Weile dabei. Bis 5 oder 6 bestimmt. Kleko, wie heißt du im Game? Das heißt, uns fehlt jetzt noch Ceti, Leute. Wo ist Ceti? Wo ist Ceti? Der ist schon im Spiel drin, der ist schon längst. Ja, ihr wisst ja, man kann nur mitmachen mit TS. Das haben wir vielleicht schon wieder vergessen. Das muss man irgendwo mal dazu schauen. Achso, ja, das muss man ihm noch geben, ja. Ja, wenn er nicht TS hat, muss er leider wieder raus. Das hatten wir auch schon, weil manchmal, wir müssen immer den Leuten sagen, mitgespielt nur mit TS, weil wir suchen ja auch Leute für die Meisterschaft und da ist explizit wichtig, dann für die richtige durchgehende Meisterschaft einen TS zu haben. Dass man sich besser absprechen kann untereinander und alles. Praktisch wie bei der Weltmeisterschaft. So, und ich muss jetzt bei Botex drin. Dann nehme ich Gaylord als Plan A. Plan B würde ich dann eh noch locker machen, würde ich sagen, weil es alles so anstrengend. Oder nee, pass auf, Plan... Nautilus, das ist nämlich auch ein Tank. Nee. Nautilus ist ein cooler Tank. Pass auf, Plan A wäre dann... Plan A ist also Gaylord, Plan B wäre Orania. Orianna, genau. Orania. Uralia. Uralia. Wenn du Orianna B machst, dann muss halt Amphiset auf die Top-Lane. Was für ein Tier? Was sag mal mit Amphiset in der Mine? Was? Der muss dann auf die Top-Lane, wenn du Orianna spielen möchtest. Oh. Weil Orianna ist ein Midlaner. Na, ihr seid die Pros. Ihr müsst euch dynamisch einstellen. Ihr seid die Pros. Also, ihr seid die Meisterschaftsanwärter. Also deswegen, ich bin ja nur Passagier sozusagen. Und also Oralia da und dann noch und ja, ich muss gerade was lesen. Ich dachte schon, irgendwie die Verbindung wäre abgebrochen. Hey, ich musste kurz was lesen. Natalu hat mir was geschrieben, deswegen ich musste was kurz lesen. So, Dingsabums ist auch fertig. Sag schon. Also, Plan A ist hier Gaylord, Plan B wäre Uralia und dann noch. Und Plan C ist dann, ja, wir lernen das noch. Plan C ist dann sozusagen Ari als ausgleichende Bumse dann. Ausgleichende Bumse, finde ich gut. Die ausgleichende Top oder Jungle? So, ist ein Dings jetzt da? Wo ist denn C hier? Nee, der Amphiser, der braucht noch die Daten. Plus TS. Na los, ran, C, wo bleibst du? Komm ran auf den Meter hier. Komm ran auf den Meter. Ey, der Spruch ist nicht von mir, den habe ich von den Landwirtschafts... Ich schreibe jetzt eben mal im Privatchat die... Den habe ich in der Schule gehört und wurde geschlagen. Den habe ich gelernt von diesem hier Landwirtschaftssimulator-Spieler Oyster Proper. Von denen habe ich das gelernt, der sagt, hat immer gesagt, komm mal ran auf den Meter hier. Und Schätzelein. Den Spruch habe ich vorher nie gekannt. Erst bei den Oyster Proper, diesen Landwirtschaftssimulator-Spieler, der hat immer gesagt, dieser komm mal ran auf den Meter bei irgendwelchen Sachen und dann Schätzelein. Also du musst dann noch Top-Lane auswählen. Da, damit meint er denn diese Schweinekühe, die er da immer landet. Der meinte, guck mal hier, nee, was soll ich auswählen? Nee, ich bin noch Gaylord. Du willst ja dann Mitte spielen, nehme ich an. Nee, Gaylord. Ja, wo möchtest du den denn spielen? Keine Ahnung, wo soll ich denn den spielen? Mitte? Okay, Gaylord Mitte. Gaylord glorreich in der Mitte. Na, das wird User disconnected from your channel. Oh, dann connected ihn. Oh, natürlich war weg. Kommt er jetzt? Da ist ein Teamspeak-User da oben. Ist er das? Das ist locker eine Handy-ID. Wartet da? Da kommt ein C. Ist er das? Da war ein Falscher gerade, oder? Hat sich jemand verlaufen gehabt. Ein Troll bestimmt, oder? War da gerade ein Troll? Nee, das ist er. Das ist er. Davor? War davor ein Troll gewesen? Das war er davor. Oh, der hat sich jetzt verdammt. Er ist der Troll. Wer ist denn nur der Troll? Wo ist der Troll? Kurzi, du bist der Troll. Ich bin der Troll. Yeah. Trollkönigin. Die Trollkönigin forever. Yes. Also er hat's noch nicht so raus. Kannst du ihn noch ziehen, Kosi? Na klar, können wir ihn ziehen hier. Ziehen wir ihn. Lass ihn ziehen hier. So, jetzt sag...
User was moved to yeah, CT ist in der Haus. Hallöchen. Neuling. Hallöchen, nein. Neuling. So, CT, bist du activated im Daseinsmodus? Ja. Bist du fit? Bist du fit, CT? Mhm. Okay, Mann, hört sich gut an. Dann nehme ich an, kann ich starten? Seid ihr alle fit? Seid ihr bereit, Leute? Wollt ihr gewinnen? Wollt ihr denn gewinnen? Bei der Stunde nein. Fit. Wir werden eh nicht gewinnen, weil ich so schlecht bin. Klecko, wenn du so, guck mal, wenn du so immer redest, dann... Nein, dann krieg ich keinen Honor nach dem Game. So. Oha. Nee, Klecko. Warte, Klecko, wenn du so redest, dann müssen wir dir... musst du auf die Wartebank wie Zurex. Denk dann zu. Nein. Dann musst du leider erstmal lernen, positiv zu denken. Denk dran. Kosi, wenn du mich mit ihm gleichstellst, dann klatscht das aber. Das ist euer Ding, deswegen. Das ist eine Beleidigung. Nein. Nein, ich sag immer so, ach, wir verlieren das eh, weil danach gewinnen wir es richtig hart und dann kann ich sagen. Hab's euch halt nicht gesagt. Ich hab's euch ja nicht gesagt. Roti, was willst du denn haben? Achso, was muss ich denn spielen? was spiele ich denn jetzt? Oh nein, ich hab irgendwas noch. Oh nein. Warte, lass mich das bannen. Fisch. Fisch? Spiel aber, worauf du Lust hast. So, jetzt habt ihr keinen Champion ausgesucht, Leute. Naja. Aber der erste war gewesen Magier und die Runen Trundle Runen, richtig? So, Aldarius Support fände ich nice. Trundle Runen? Ich bin Aldarius Jungle. Kriegst aber nicht. Sag mal, was ist Plan A? Plan A? Nein, den ich jetzt Gaylord und die Dings. Ich bin gerade am Überlegen wegen den Runen. Plan A ist Galio. Sag mal hier, Botex, könnte ich auch die Yasuo Mastery nehmen? Ach nein, ich hab gar nicht, oder? Denn wie sieht's aus mit der Age, mit der. Ich hab noch Warwick, oder Warwick? Nein, die nur, sind alle keine AP-Tanks. Also nur Trundle, ja? Draven. Wie sieht's aus mit Garen? Garen ist auch ein AD-Tank, aber du machst ja magischen Schaden. Also Trundle. Ja, Trundle macht eigentlich auch normalen Schaden, aber das ist besser als Garen. Also nimm mal Trundle. Ich spiele also die Katze. Also normalerweise, ich hätte dir jetzt auch schnell was erstellen können, ja, also... Ach Mann. Aber das dauert wahrscheinlich jetzt zu lang. Oder? Kunde? Nee, ich kann nichts abgucken. Ich hab zu viele Fenster hier. Bist du denn mit Janna einverstanden oder soll ich was anderes nehmen? Was spielen wir denn da für Gegner, sag mal? Guck mal, Zed spielt Katarina. Also, naja, gegen das Team wäre vielleicht Morgana ganz schön. Champion, aber sie ist mein Champion, vergiss das nicht. Bitte sie mir ein. Du hast nur 10 Sekunden. Ach, ja, aber sicher noch eins, oder? Ja, dann bleib ich noch. Ja, wir machen danach noch ein Game. Wir machen noch Games. Wir spielen jetzt erstmal ein bisschen LOL ganz viel. Kosi, kannst du schnell deine Masteries abändern? Dann könnte ich nämlich sagen, was du machen musst. Nee, ich bin ja... Okay. Kosi mal und schnell. Ja, okay. Tut mir leid. Merkst du bei diesem Satz, ja, wo es hakt? Das Paradoxon hat mich gerade eingeholt. Genau, hast du das Paradoxon gerade erlebt? Kosi mal und schnell. Ich habe jetzt eigentlich ein Wortspiel von Dota erwartet mit schnell. Cosima und also, schnell. So, nein, Moment. Also, meine Witze sind zwar schlecht, Scheiße, aber nicht flach, ja. So flach wie? Auch manchmal ganz schön sein. Ja. So, richtiger Flachwitz? Nicht so flach wie. Nein, das sage ich jetzt nicht. Ihr alle habt den schlechten Witz erwartet, aber ich werde ihn nicht sagen. Ich habe Gaylord, Leute, ich habe Gaylord bekommen. Du hast ihn aber sowas von im Kopf, deswegen hast du schon verloren. Ja, viel Spaß mit Gaylord. Ey, es müsste einfach so ein Kitty Cat Orango geben. Das wäre der coolste Skin ever. Weil es schon eine Katze ist. Ich hab die Kitty Cat Katarina. Ja, auch. Aber Kitty Cat Rango, wie cool. Und ich bin Gaylord! Wenn Nathalie nicht mitspielt. Ihr Doppelpiece! Nein, nicht Doppelpiece sagen, sag nicht Doppelpiece. Dafür bist du nachher eh im Chat gebannt. Ich bin Gaylord! Erstmal noch Salz in die Wunde streuen, indem man Katarina Scheiße top spielt. Wo spielen wir eigentlich, Leute? Oben oder unten? Wir spielen von innen. Von innen nach außen, meinst du? Mhm. Ach, schade, ich wollte von außen nach innen spielen, aber na gut. Ob ich meine 3D-Brille aufsetze dabei? Warte mal, so vielleicht. So. Wow, es sieht echt abgefahren aus. Warte mal, ich stört auch sofort, okay. So, Leute. Okay. LOL 3D, Mann. Alter Schwede. Oh Mann, ich krieg voll den Flash hier, Alter.
Einfach mal Natalu ein bisschen Salz in die Wunde gestreut. Wow! Da war ich auch für Salzzustände. So, für die Zuschauer, wir haben ganz links haben wir Katharina. Yeah! Boah. Und das ist so möchte gern Rango auf der linken Seite. Scheiße, ich kann nichts sehen, alter Schwede. Das ist ein typischer Yasuo, ja. Platin 3, Winrate, 1 Win, 5 Loses in 6 Games, das ist ein typischer Yasuo. Ich mag Yasuo nicht. Ja, niemand mag Yasuo, aber der spielt den einfach nur, weil der Charakter halt. Nur sagt, das sieht toll aus. Ey, ich kann 3D lesen, Leute. Ich lese 3D. Wow, guck mal, wie sieht auch hier guck mal hier. Was ist das eigentlich, wenn ich solche roten Dinger da um mich drum hab? Ja, diese Federn da, keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, so ist besser hier. Ich glaube, so ist besser hier. So eine rote Feder. Ja, so ist besser. Was, wo? So. Ja, so macht Spaß. Ah. Ich wollte dich verwirren. Guck mal, Annäherungsversuche. Da läuft doch was. So. Wo? Meine sogenannte LOL-Durchblicksbrille, kann man sagen. Ja. Mit dieser Brille kannst du nicht verlieren in LOL. So gleich, wir stehen alle 0,50 oder so. Das ist eine sogenannte Cheater-Brille. Ja, damit siehst das du alles. Die Cheater-Brille. Wenn du jetzt mit Katharina reinfeedest, dann... So, wollen wir anfangen. Wie spielt man mit Controller, oder? Gegen Yasuo wird es ein bisschen schwer, glaube ich. 너 따위는 문제되지 않는다. Was, 너는 문제되? 너는 처치해주마. Ich könnte ja... Nein, bleib top. Button ist doch gar nur eher ein Top-Fan, oder nicht? Aber nicht gegen Yasuo. Button ist Jumba. Warte mal. Nicht gegen einen Blasen, Yasuo. So, Hansa, ich hab Goge Ocean Gossel. Hanja Hanja. Ich möchte Kollateralschaden vermeiden. Kosi hat schon wieder Spaß in ihrer eigenen Welt. Das Beste war einfach. Guck in der Mose! Am Kench war das allerbeste, Minions wo sie im Jungle saß. Und no, das war einfach unglaublich geil. Nein, schiebke pusajiji annenda. Batsche nimmer. Alter, Leute, wisst ihr, wo ich gerade bin? Ich bin gerade bei Transformers, bin ich gerade. Yeah! Sag mal, was soll ich eigentlich hochskillen zuerst? Hat jemand eine Idee? Die Q. Immer Q. Zwei schönen Tornados. Chingu Chogaksengel Hanadon Mandelgewisse. Pusojiji annen Chingu. Olmara Chogaksengel. Tato Moya Toto Kakana. Weiße Frau im Dschungel, ihr müsst gehen. Weißt du, wie wir spielen die gleiche Formel wie letztes Mal. Oh, hallo, großer schwarzer Mann. Ich habe deine... Oh, hallo, schwarzer Mann. Ich habe deine Wunschherze heute gesehen. Tanniken, du bist nicht mehr auf den Laufenden. Musst mal lesen. Ach so, was nicht mehr. Und Hallöchen und Chris, Hallöchen und Hallöchen alle Neuen und Hallöchen. Boah. Wir sammeln jetzt nicht mehr für... Ich hab mich gerade ernsthaft für den Blue Buff erschrocken. Ich auch. Mörderbörder. Wusch. Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Pumba, Pumba. Hier, komm her, ich hau dir auf die Glocke. Warte, Kusi haut auf die Glocke? Bumm. Ja, boah, ich bin voll. Bumbale. Autsch. Nein, Marburg, ich mag die wie im Mund. Oh, der puckt mir in meinen Popo, ich hinter mir Popo. Ich mach das, was ich sehe. Hey, Hundana. Pen. Alter Schwede. Ah, Draven ist. Was soll ich als nächstes skillen? Nach Q, Leute, nach Q. Ich weiß nicht, ich müsste die anderen skillen. Also, ich weiß nicht. Ob die das W der Charge ist. Also ich persönlich würde die E, ich hab die E ist total. Hat die E? Ja. Sag mal ja. Kannst du noch, oh, ich bin gefliegt wie eine Blümchen. Ah, da ist dann halt Level 2 geturnt und dann... Ich bin echt immer... Schön alles an mir auslassen. Ich bin ein dickes Steinmonster. Nenn mich Gelder. Klick Butter da! Pokatoka! Komm her! Komm mal meine Steinbrust, ich will dich knuddeln! Hier! Komm und stirb! Stirb! Jetzt heißt es auf Wiedersehen, mein Freund! Scheiße, Mann! Sag doch, die lebt gerade in ihrer eigenen Welt! Hallo, du saftiges Püpselein. Kandabanda! Ey, das ist mein Skill! Lass mein Schild in Ruhe! Ja! Oh, Scheiße!
Oh. Hört sie uns eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Was ist passiert, Digga, Mann? Bisschen abgedriftet. Ey, ihr seid mir voll in die Quere gekommen hier. Ja. Scheiße. Braucht mir Mana. Stiefel, nicht Stiefel. Mana brauch ich, Mann. Gib mal Mana, Digga. Vielleicht ein bisschen mehr Leben. Oh, nee, erstmal Mana. Der lieber Botzeit. Braucht mein Leben. Also in der Mitte. Bald Mana reicht dazu bei dem Dicken hier. Chung bei Mana jede Power. Hättest du bei Mana jede Power, man. Ja. Was ist mit Mana? Du ziehst was von Mana? Wir brauchen kein Mana. Wir brauchen Leben, Digga. Habt ihr was gesagt? Ich war gerade ein bisschen woanders. Eventuell. Alle sind so ruhig geworden. Wir haben Angst, Cosi. Wir haben Angst. Ach, warte mal, ach so, weil der den hat nur 75 gekostet. Hey, wir sammeln jetzt nicht mehr für. Wir sammeln jetzt für ein geiles Mikrofon. Rengar, ich bin am Weg. Ich lieg hier einfach mal so rum. Ach, Wortlamm. Ingarn Yakaji. Okay, komm. Scheiße. Okay, dann muss ich jetzt ein bisschen anders machen. Ich will da nichts riskieren. Okay, ist wieder Bock. Mitt ist tot, Leute. Mitt ist tot. Alter, Bock. Ach, das hat mein Flash gewastet. Ich hab gedacht, wir kriegen den. Ja, ich dachte auch, aber ich wollte, ich konnte da und nichts riskieren. Und du Mutter! Guck mir Schuhe jetzt, oder was? Ein bisschen Mana vielleicht, noch ein bisschen warten. Dann warte ich jetzt noch die 10 Sekunden. Das ist ja kein Problem für mich. So, jetzt. Cosi, du sollst den Gaylord nicht mehr spielen. Nee, was? Ich glaub auch, ab jetzt Warum nicht den Gaylord spielen? Weil du dann ganz komisch wirst, Cosi. Danke. Der war hier runter. Hey, Mann. Ich muss mich halt reinversetzen in meinen Champ! Ich bin ein Beschwörer, Mann! Das war viel zu tief. Ich bin ein Beschwörer, Mann! Das war viel zu tief. Ja, das sagst du nicht so oft, ne? Was mach ich jetzt? Okay, schön. Naja. Dein Cosi. Was? Lauf! Lauf! Okay, ich laufe! Oioioi. Achtung, jetzt! Ich brauch leider das extra, meine Hulse auf dieser Stage, halt. Moniram Monen, Tachamayaduna! Chumbakaduna! Gewardet, ich laufe außenrum. Komm durch den Try, müsste eigentlich selbst gehen. Ah, ich pack sogar noch vor den Minions. Müsste ich zumindest. Ja. Ach, ich pack's nicht. Shit. Egal, rein, Mädels. Ich bin ein Transformer! Ah, der Draven, kalt sich gerade auf Feuer runter, ne? Ich kann nichts machen. Agony Tanges. Ja, wie gesagt. Ist der doof? Wangi Dugu. Cosi, was ist passiert? Der war ein bisschen doof. Hat die Katze runtergeroamt? Der war ein bisschen doof halt. Die Katze runtergeroamt. Danke, Rengar. Aber du. Ups. Kacke, was machst du für einen Scheiß? So, jetzt. Ich hab Ulti. Was macht meine Ulti eigentlich? Kann die was Gutes? Du springst zu Verbündeten und stampfst auf den Boden. Kann man das so zusammenfassen? Ja. Ich springe nicht zu Verbündeten? Also, die bekommen viel weniger Schaden. Wie, ich kann jetzt zu euch hingeflogen kommen, oder was? Ja. Nicht schlecht. Drück mal R und guck mal, wie groß die Reichweite ist. Na, wenn ich R drücke, passiert es bestimmt gleich wieder. Trau mich nicht. Sag mal, sieht ja nicht, was ich... Vertrau mir. Drück mal R. Oh ja. Aber so weit ist das noch wieder nicht. Ja, aber das wird immer weiter, als ihr hört, die Stufe ist. Achtung, die Mitte geht. Nee, okay, Mitte bleibt. Wow, Challenger Award. Wo? Nein. Boosted. Ich muss noch Lee, Yasuo und Kälte.
산에게도 주먹이 있었으면 좋겠어. 재밌는 차례가 당했습니다. 그 nicht farmen gegen den, das ist echt ekelhaft. 너 왜는 blauen Stein? Dann kaufe ich mir jetzt. Puh. Nice Kill. Lola sagt nice Kill, danke. Aber jetzt leider. Noch schlechter. Also, was heißt gleich? Agony, tangess습니다. Jetzt hat Monate kein LoL mehr gespielt. Hat 8 Monate kein LoL mehr gespielt. Da musst du jetzt LoL wieder üben. Onjera, Chonjang, Hambo, Panel. Du musst ja heimlich drüber. Geht die Badidi. Warte, ich krieg den nicht. Ich hab dich schon gegangen. Mit so viel Farm. Ich dich von meinem Turm, du Vogel. Second time. Du Sohn. Was steht der 1-5 oder 1-6 in Rank? Sag mal, merkt ihr das nicht mit dem Sturm? Der 1-6. Sturm und Duga, den Body will ich nicht. Wir können echt Hilfe gebrauchen hier unten. Das ist wohl wahr, leider. Komm mal ein bisschen näher her, Schatzelein. Komm da hier hin, bitte. Scheiße. Komm schon. Oh Gott. Kakosi, das war. Hi Kosi. Das war gar nicht mal so schlecht. Ja, ne? Muss man erstmal üben. Das war ja nicht so einfach für mich. Aber jetzt sag ich ja, Pro. Ja, eine gefeedete Jenna läuft bei uns. Hallo. Kosi, guck mal, wie du sagst, wer da ist. Danke. Alles geplant. Dankeschön, der war gut. Der war gut. Ups, wollte ich gar nicht. Der war gut gerade, oder? Ja, so musste gehen, Mann. Der war richtig gut gerade. Dann mach ich mal den Turm kaputt. Die Mutter, Stärke, Macht und Kraft. Autsch, au, ah, Puschel angebrannt. Autsch, immer auf die Kleinen. Wirst du dich zukünftig in jeden Champ, den du spielst, hineinversetzen? Nein, das kommt immer auf, das passiert so, ich kann nichts dafür. Nein, Mann, boah, das hat der TF-Wolf wieder richtig geil. So, auf die Lane zu kommen. Ja. Ich kann nichts dafür. Manchmal kommt, bei Warwick war damals ganz schlimm. Ich wurde komplett zum Warwick eigentlich. Hast du dann nur rumgeknurrt und gebellt? Oder wie? Ich war Warwick. Ich musste die alten Videos gucken. Ich war komplett Warwick gewesen. Boah, dieser Clickbait. Ich muss die alten Videos gucken. Müssen wir jetzt alle wie unsere Charaktere reden? Also los, Rengar! Ich weiß es nicht! Sag mal, sieht der meine Wirbelstürme nicht, ja, wenn die kommen oder sowas? Ich bin leider nicht schnell genug. Oh, ich bin leider nicht schnell genug. Das ist der Leck, war jetzt ein bisschen doof gewesen. Deswegen bin ich auch da lang gelaufen. Egal. Du musst ganz schön Stress machen, der Junge. Guck mal hier, hast du ein bisschen Stürme für mich? Geh du mal darum. Ja, du hast. Komm mal so! Oder auf dich! Potabi Page Dörsnida. Ich muss weg. Oh, Mama, Scheiße. Lauf, 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 stirb, lauf, lauf, stirb, drück alle Knöpfe, los! Alle Tasten drücken! Lol, man merkt richtig, dass ein Yasuo Main ist. Mein Bruder hat gespielt. Kommst du wieder, großer schwarzer Mann? Ich komme wieder. Oh. Nice. I'll be back. Ja, ich hab hier leichte. Da fragt jemand, wieso redest du so komisch? Weil ich Gaylord bin. Und Rango ist da. All in, all in. All-in! Potabi Page deosmida. Potabi Page de Pogel Chachesmida. Dann kriegen wir... Wo muss diese Pfeife Twisted? Ja, wo ist die Pfeife Twisted? Leute, Twisted Fate, wo ist die Pfeife? Ich seh den nicht. Wir schaffen den nicht zu zweit, leider. Ich wollte eigentlich warten. Du nimmst ja Kessel hier, Saraji. Warte, den haben wir. Wow. Ich hab gleich. Kosi, das war gar nicht übel. Ja, hä? Ja. Ja.
Sorry, oh, daneben. Dragon direkt. Ich bin euer Tank. Wir haben gewartet. Pull den auf, pull den auf. Auspullen. Rauspullen. Alle zurück. Da kommt nicht. Komm her. Jetzt. Oh Gott, die Kacke nie. Achtung. Und. Achtung. Bam. Weiße. Ich bin tot. Niemand tot. Wir sterben jetzt alle. Ja. Oh Mann. Alle tot. Ja, mein Bett. Er hat einen Curse und Execute Damage mit seinem Q. Das ist ein Problem an der Sache. Ach ja, traurig. Wieso denn? Wir haben doch gerade voll abgewonnen. Wir haben den Drake verloren. Die haben den Drake geklaut. Ach, Kack, dafür haben wir die Gegner tot gemacht. Kack doch auf den Drake da, Mann. Kack doch drauf, der Mensch. Wir haben hier die komplette Hammer richtig gemacht, Mann. Ich werde mal jetzt einmal. Müssen nicht irgendwie weggehen oder so? Die ganzen Poti. Minions hier müssen. Ja, gut, aber. Ja, ja. Okay. Drake hat keine Ult mehr. Die haben. Ich bin jetzt weg. Okay. Und ich habe das Gold gebraucht, ich kann jetzt nämlich noch ein bisschen Runde spenden. Ja, geht einfach. Ja. Komm auf die Bart. Ich wollte eigentlich einen Bord setzen, naja. Haben die meinen Blue gemacht? Ich glaub ja. Höchstwahrscheinlich. Ich komm irgendwo helfen. Mitte! Mitte, ich muss gerade einkaufen gehen, Mitte! Cooldown von der also glichen alle neun! What? Oder? Ich glaube, ich muss erstmal schneller laufen. Ich brauch Speed! Wollen wir den da ist aber noch irgendjemand, ne? Oh Gott. Na, TF ist noch da. Agony, Tangens. Und hier, gib mal ein Ausrufezeichen Chat. Der liest echt gut. Und glichen alle neun! Wir gehen. Putagete! Lauf! Hamburg, Schau, das tut mir leid! Das ist nicht! Oh mein Gott! Ich kann nicht springen. Krieg ein Kind, ey. Von wem? Luschen. Achtung, ich hab meine Ulti gleich in 20 Sekunden. Guck mal. Was halt cool ist, Cosi, wenn ich mit der Ulti reinspring, kannst du auf mich ulten. Ich hab meine Ulti in 50 Sekunden. Ulti Macaroni! 7 Sekunden Ulti, 7 Sekunden Ulti. Nein, weiß nicht. Yahoo! Bachu! Ja. Hat jemand unter ja? Oh, jetzt! Oh, scheiße. Ja, ich hab ihn extra geroutet. Ich dachte so, der verkackt. Hat auch. Aber okay, halt. Ne? 13 Sekunden Ulti. Wir gehen gleich rein. Ja, wir gehen weiter. 10, 8, 7. Auf den Drake, der ist. Du bist leck gerade. Ich hab da eine Greed im Wallein. Direkt mal gepunished. Ja, der Fred ist vorbei und der Slack ist weg. Der Draven spielt nicht schlecht mit 04. Ja. Guck mal, der steht da ganz alleine. Wollen wir uns den jetzt nicht mal holen? Der steht da ganz alleine, der Vogel. Da kommt Teleport rein. Zack, Treffer. Teleport von hinten, Yasuo ist da. Oh, das gerade. Wir gehen auf Yasuo. Ja, direkt auf Yasuo. So, da hast du deinen Teleport. Das ist nicht schon alt, der Ui. Das wird einfach laufen, ja. Wenn jemand reingeht, könnte ich richtig viel Schaden machen. Ich hoffe, es wird ein riesiger Bild. Ich hab meine Ulti noch, Leute, denkt dran. Achtung, rechts ist einer, unten. Ja. Lilly ist gut. Ich bin echt low. Puta, Gitte! Puta! Mit meinem Sturm! Achtung, Lee Sin kommt von oben. Die Sinn ist hier irgendwie oben. Pass auf, der ist irgendwo oben. Aber du musst ja mal damit gehen.
Der Draven, das ist eklig. Ja, ich meine, ich hab 1200, ich könnte was kaufen gehen. Pass auf, ich geh mal was kaufen, pass schön auf, ja. Warum hast du die Arme? Wir müssen beide zum Flippen. Habt ihr schon gemacht? Ausrufezeichen Chat, ja, habt ihr schon gemacht. Schön, danke. So, jetzt weiter hier. Ist das ein Hubschrauber? Jetzt kaufe ich einen Hubschrauber. Okay, wenn der kommt. Und daneben fällt. Oh, okay. Alles klar, tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir leid. So, Double Kick. Wow, okay. Never mind. Wir können turnen gleich, wir können turnen. 1 Sekunden Ulti. Boah, der Draven. Also, der hat den Set, der macht immens viel Spaß. Nein. Ist jetzt auch vorbei. Scheiße. Ich wollte meine Ulti reinziehen, hat nicht geklappt. Ich kann Angst, Alter, macht der so viel. Warum ist meine Ulti jetzt nicht gesetzt? Ja, Ding, das Problem ist halt mit der Stance, dass du ihm viel weniger Schaden machst. Und der kann halt gegen ihn. Achtung, jetzt kommen sie. Wenn ich weiß nicht, bin ich tot, oder? Ja. Der Draven hat mit Schaden, obwohl er einfach an der Fett war. Okay. Ja, es ist einfach das Item. Ach, der Fett. Halt einfach. Nein, blöd, was ist denn heute los? Komm, heute Morgen, du Horoni! Oh! Ich muss erstmal einen Bockfarm holen, ich bin ziemlich weit behind. Da wird auch gepusht. Aber wir brauchen mehr Turrets. Töten! Töten gut! Kolkandago! Zanega Samuel Rumgeba! Zagel Tatches! Ich hätte ähnlich kann testen können, hatte keine Ulti. Oh Gott, das wären 5 gegen 3, das können wir ganz einfach kämpfen. Ja. Ich muss erstmal weg. Ich hab immer noch meine Ulti, Leute. Ich hab keinen guten Punkt hier zum Engage. Ich muss, glaube ich, echt meine Schuhe verkaufen und Ninja holen. Ninja habe ich. Schuhe verkaufen! Dann läuft der barfuß! Geh einfach mal rein. Ach, 30 Sekunden Ulti. Komm weiter zurück! Ah, Mann. Was? Ey, ich komme nicht. Warum hat denn der jetzt nicht... Ey, ich kriege, dass ich komme, so, und der kommt nicht. Ich sollte rein, ich mitten ins Springensfeld machen. Hans Springensfeld und so. Fuck. Was zum... Alter, wo bleibst du, Gönlot? Schon mal Gönlot. Bam. Hier ist der. Schau, Baby, don't hurt me. Ich bin vorbei. Bin und da, ich bin dem interessiert noch. Das ist traurig. Was? Warte, Yasuo, stopp rein. Yasuo, irgendwie ist Galio wie ein Opa. Was? Kann jemand mal Becken in den Yasuo oben aufhalten? Ja. Was erzählt der Parkour? Was macht er da? Page die Parkour? Ich kann nicht so viel gegen den Yasuo machen. Oh, wir müssen zurück. Was ist denn da oben los? Was ist auf der Top-Lane los? Potani Page Hessmida. Hier läuft da so ein Draven hinterher. Mann, ich komme gar nicht zu meiner wunderschönen, geilen, super phänomenalen, unglaublichen Ulti, die ich habe. Vorsicht, das ist ein Draven. Agony Tanya. Der ist Draven! Und ein Yasuo ist da auch noch, also. Ja, schwach! Das kann man nicht verstehen. Das interessiert keinen von denen, ne? Also. Da liebt jemand was. Das ist schön. Liebe ist gut, mein Freund. Peace! Agony Tanya ist wieder. Du weißt ja, Tanzerbund würde sagen: Doppel Peace, something like this, baby. Und bleib schön geil, denk dran, bleib immer schön geil. Ich hab 2. Und denk dran, ich bin Gaylord. Ich kann den halt nicht feiern, wenn ich hier weggehe, weil ich nicht gegen hier, das ist so lächerlich. Ja. Es ist nicht mal gut. Wenn ihr den CC bekommt und ich da bin, kann ich den zerlegen. CC! Und im Band und WC ist alles okay. Krom! Krom! Man! Ich komme top, glaube ich. Also Draven geht in Richtung Buff.
적을 처치했습니다. 정말 작은 생명체군. Wie sind eigentlich unsere Chancen? Mittelmäßig. Was? Alles offen. Noch ist alles offen. Alles offen, dann mach zu, Mensch. Mach zu. Mach zu den Sackgirls. Scheiße, ich will auch was töten. Ich will einfach nur überleben gerade. Nein, wir wollen nicht. Wir wollen. Er nimmt ein Schild und er. Ah, das ist ein Schild also. Wie ist ein Schild? Schön, wenn man mal lesen kann. Juggle Churches. Oh, shit. Ali, sind sie das? Nuga, nimm mal die Pidogi, so Churchagenda. Warte, genau, mal, da, Kinder. Dann, Kinder, rocken die Bo. Oh, Madison kriegt ihr. Komm. Einen Schild. Ich muss unbedingt dieses Schild nicht benutzen, wenn ich Aua habe. Juggle Churches. Juggle Lasst alle mit, wenn wir können durchpushen. In der Mitte? Wenn ihr mal ordentlich Stress macht, dann kann ich reinspringen oder so. Ja, das ist doch machbar. Aber bis jetzt klappt's nicht so richtig. Mach doch keinen Stress, ich kann nicht springen. Kosen kann ich glaube ich gleich nicht ulten, wenn ich reingehe. Was willst du ulten? Mädchen mit Sonias. Ulten? Wir sollten lieber zurückgehen. Oh mein, jetzt geht's los. Der Draven ist gepumpt. Nice. Der Turm! Der Turm! Kurz legt's. Ja, unsere Chancen sind gerade ungefähr 50% gestiegen. Nice. Wir sind jetzt bei 100% Wage. Der Busse gibt schon wieder immer zu früh auf. Guck mal, da liegt ein toter Hüssen! Achtung, wir müssen zurück. Toplane, Botlane? Nein. Botlane? Ich muss sowieso mal einkaufen. Oh, ich flieg davon! Portable Page ist wieder. Pagere, Pagere. Ich hab Hilfe gebrauchen. Ja, ich komm. Alle da! Lass mich Cozy geht Botlane, okay? Hier ist ziemlich Stress am Turm. Turm fällt auf der Botlane. Nicht gut. Nicht gut, Leute. Gelauf, Mensch, lauf, Digga! War zu lang. Oh, ich bin dran, glaube ich. Gerade noch so den Turm gerettet, Mann. Drake. Ich will nicht so den Drake abgeben. Ich höre dauernd immer Drake. Kommt er. So, Wave ist am Laufen. Wave ist am Laufen. Ich nehme den Blue noch mit. Oh shit. Du hast mich gerade getötet. See ya, bra. Der TF ist tot. Nee. Kosi, geh weg. Kosi, geh weg. Nein! Mann, hab ich lange überlebt. Schandalala, wandalalalalalala. Aber war schön gewesen. Aber ich habe immerhin irgendwas nicht getötet. Ist auch gut. Ah, wir haben jetzt den Drake. Ihr habt irgendwie fixiert euch immer auf den Drake. Fixiert euch doch mal auf die Lanes, dass die irgendwie gut laufen oder ja, so. Ja, aber der Drake ist ja wichtig. Nee, wenn wir. Die Drake können so viel schneller die Turrets holen. Objectives. Ja, aber wenn sie ständig mit großen Waves zu kämpfen haben, macht doch mal das Wave-Spiel, Leute. Macht mal das Wave-Spiel. So. Was ist im Shit denn los? Sind alle brav im Shit? Tötet ihn. Ja, tötet schnell den Dieb. Sind im Shit alle brav? Oder müssen wir im Shit wieder einen Roundhouse-Kick verteilen? Mit Chanel bewegt sich wieder. Aber das ist ein Shit. Wo seid ihr alle da? Achtung! Ey, hier ist keiner da! Schwede! Oh Mann! Hier ist so ein Eierbirne! Eierbirnenkopf! Haut ab! Meine Nexus! Lasst mit hier. Baron? Baron Devon, Leute! Denkt an, wir haben gerade hier irgendwas. Ja, wir hätten früher eventuell Baron machen können. Oh nein! Oh Gott! Das hat niemand gesehen. Doch, das hat niemand gesehen. Oh Gott.
Super peinlich, ja. Hast du geflasht oder was? Nein, nein. Sie hat Redemption einfach ihr ins Gras gemacht. Ja, ich warum hast du das Gras Redemption? Wachs und weil ich das Gras lieber mag als euch. Das Gras ist wenigstens nett zu mir. Ich bin doch auch nett zu dir. Ich bin ein großer schwarzer Mann. Was möchtest du von mir? Oh, da waren zwei. Ich könnte jetzt was sagen, aber dann kriege ich wieder Faule. Oh shit. Hat sie nicht gesagt. Umjigijago, saramdrege, yongamatsu. Ja, probier, jetzt hab ich auch Livestream, so. Was ist los mit euch, ne? Wollt alle vom großen schwarzen Mann eine drauf? Kommt zu mir! Die Katze kommt auch. Ich glaube, ich spiele eine Weile keine Janna mehr, ich brauche irgendwas Neues. Mugo und Schiff, okay. Li. Meshiat. Oi. Aha. Aha, oh fuck, komm rauf. Cosi ult jetzt mal einfach mal den Rengar aus. Einfach dann die R. Nein, jetzt nicht. Zu spät, Leute! Aber wenn du ulten willst, dann einfach bei unten rechts bei den Bildern und dann einfach auf eins drauf und einfach R drücken. Yes! Im Moment lenkt's wieder! Mach dich keinen Kopf! Ich geh ein bisschen spazieren hier, ne? Ja! Leute! Ich hab vergessen, dass ich das Instant ausgehe. Ich werde da gerade reinzugehen, also. Achtung! Da kommen sie! TF ist nicht da, also. Was macht denn der diese? Ich verstehe nicht, warum der das nicht macht. Oh oh. Jetzt hat er dir gemacht. Er wollte eigentlich die Katharina stunnen und hat mich erwischt. Oh no. Power. Chop, Double Kill. Du bist rausgesprungen. Not my bad. Angakun Partner. Mamo. Unsere Chancen sind gerade 50% gestiegen. Ja, jetzt sind sie gerade wieder 50% gesunken. Korrekt. Ich könnte einen rausnehmen, aber es bringt halt nichts. Pro Tabi Page der Snit. Unsere Chancen steigen und sinken 50% weise, ja? Gegen Page der Snit. Page der Puge, der Puge, der Page. 10 Sekunden bin ich da. Ich glaube, ich brauche eine Rüstung. Ich brauche eine Rüstung. Die rennt zu Baron, ja. Baron? Mann, oh Mann, oh Mann! Yasuo Split Push. Leute, wir deffen. Hotabi Page der Osmida. Poge die Page, die in der Mitte deffen vielleicht. Ich glaube, ich brauche was Hartes. Ich brauche was Hartes. Ich brauche einen Kakao, Leute. Ich brauche was Hartes. Ich brauche einen Kakao. Warte, ich werde einfach mal LOL einarmen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Warum der Lee ganz richtig viel Damage macht. Da hat einen Cleaver. Ja, der hat einen Cleaver, mehr nicht. Ich hab Cleaver, ich hab Lumos. Der cheatet also. Boah, so knapp immer. Dann ist er ein Cheater. Halb Mensch, halb Eater. Oh nein! Okay. Der war gut. Sehr gut. Einer weniger. Wir müssen die jetzt aufhalten. Oder den. Der Draven ist alleine. Ja. Warum haben wir den nicht getötet? Weg mit dir. Hä? Wenn der alleine ist, ist er jetzt. Oder Draven. Ich hab noch Heal für dich. Das heißt, den Heal hat Stoff ab. Bekommen. Doch, den Heal müssen wir einfach. Den hat Janna. Oh, what? Ja. Aber wenn du mit der Maustaste auf jemanden drauf gehst, dann healst du die Person. Ich hab gedacht, ich wäre mit der Maustaste nirgends drauf, weil dann healst du die lowste Person. Ja. Was? Schlechtmann. Schlechtmann. Dugio. Dugio. Oh, eine Menge Dugio. Ich bin GA, ich glaube GA ist gerade echt mega gut.
Na, Jay, hole ich mir nach der Infinity Edge. Jay, man lasst einen. Hey, Jay? Ey, du mal bitte, Roni. So, kann ich mir noch was kaufen? Oh, sie kommen mit zu Raven. Raven? Jeff ist hier. Nehmt ihn raus. Ja, schön, wenn man meine Ulti irgendwo einsetzbar machen. Unfair, das weiß ich auch. Nado Ara, irgendwie abdrücklich, könnte wohl da wo. Rengar helfen, da unten. Im Moment darf ich aber erstmal. Nein, da muss ich auch drücken. Achtung, Mitte kommt auch jemand. Was zum. Hat das 60% durch die F-Karten verloren. Ah, shoot. Ich kann ihn nicht contesten. Ich krieg die ganze Zeit auf. Oh shit. Contesten? Willst du tanzen? 저기 미쳐 날뛰고 있습니다. Fuck with me. Was sind denn das für Wards? Oh oh. Bild öffnet sich. Ich bin zwei Wards. Ey Leute, ich hasse es, der chase mich jetzt 10 Minuten oder so. Ey. Posi hat gegriffen. Posi drückt R. Posi, wir können die bekämpfen, ne? Was? Das funktioniert nicht, mein R. Oh Gott, da hat sie mich gekickt. Pull Targete! Schnell, hilf Rengar! Du könntest mal mich schnell innen machen. Kusi, was? Mein Herz. Du hast ein altes Herz. Ja, das ist so ein schwarzes Loch, mein Brustloch. Warum funktioniert mein R nicht? Mein F ist kaputt. Das funktioniert nicht, das ist kaputt, dieses Ulti-Ding. Das kannst du nicht mitten im Kampf, also du musst außerhalb des Kampfes sein. Ach, deswegen jetzt nicht. Ja. Ich wusste, dass da irgendwas kaputt ist an dem Ding. Du bist quasi der Held der Rüstung, der kommt, wenn die anderen Leute in Not. Das ist wirklich das Prinzip von Galio. Ja. Was ist mit Galio? Das Prinzip von Galio ist der Held und Schimmer der Rüstung, der kommt, wenn die anderen in Not sind. Na denn? Oh Gott. Weißt du, wenn wir alle im Kampf sind und du nicht und du dann reinspringst, dann wendet sich das Blatt quasi. Aber ja, ihr macht es immer falsch rum. Putagede! Oh nein, weg gerade. Dann bleib ich stehen. Und weiter. Das Problem ist, ich kann halt keinen von den One-Shotten, weil die alle minimal Tanky sind oder sich gegenheilen können. Kommen, damit wir alle hier sind. Ja. Ich brauche noch ein bisschen Gold. Gold! Versteckt ihr euch alle? 1, 2, 3. Freddy, komm vorbei. Ich dachte, Gaylord kommt vorbei. Der auch! Okay. Los, wir pushen jetzt einen Riesenpush! Was, Lise? Eine Armee der Finsternis! Wir können fern auf den. Achtung, Mitte! Wir müssen zurück! Mitte zurück, Leute! Mitte zurück! Schnell zurück! Tier ist Tanker! Mitte, Leute! Mitte zurück! Wir müssen zurück, weil Katar sonst tot ist. Oh, nice. Wir müssen nicht zurück. Nein, ich bleib da. Ich komm nicht zurück! Ja, wir können jetzt Raven killen. Treibt sie, warte mal, ich mach ein bisschen Stress auf der Top-Lane, okay? Ihr macht Stress da, ich mach Stress dort. Nein. Zusammen überall Stress. Leute, Draven, immer noch. Agony 당했습니다. Warum? Der hat gerade Fehler gemacht. Er fängt lieber seine Achse statt hinterher zu laufen, die nächste Achse zu machen. Oh Gott, natürlich. Kale hinten dran, damit zu healen und der Draven kommt noch. Ja, das war's. Fuck! Ich komme in ein paar Sekunden. Ja, okay, dann. Halt ihn auf. Ich glaube, ich kann ihn sogar töten. Halt ihn auf. Greif ihn einfach mit Auto jetzt an. Greif doch. Ja, okay.
Ja, ich bin doch auch gegen Frage der Ostsee. Ich jetzt aber nur den Out hitten müssen. Sparen für Magieresistenz. Ich komme jetzt gleich mit. Oh Gott, ja. Ich hab jetzt die A. Wenn ich spawne, wenn ich nochmal spawne. Was kurz jetzt abgesagt? Hab ich gar nicht gesagt, das hat der Gaylord gesagt. Ich hab gar nicht fuck gesagt. Das sagt Gaylord andauernd. Gibt's da wohl nicht. Agony tangessen. Wieso? Agony tangessen. Bitte stirb es nicht. Ich kann nicht alleine rennen. Ich brauche noch. Na, ey, ich hab sogar gewartet. Ich hab seinen Stun-Cup eine Millisekunde abgewartet. Und letzte, nein. Ich seh's wieder nicht ein. Oh, und dann schreibt er so. Kosi, du musst mich holen. Kosi gleich. Holte mich bitte. Ich kann nicht ulten. Du kannst mich nicht ulten? Dann ist das Game jetzt verloren. Mach jetzt. Jetzt hab ich noch was gemacht. Leute, war das ein tolles Spiel. Wow, ernsthaft Yasuo? Ernsthaft? Wow, jetzt mich sauer. 3-13 Yasuo, easy. Ja, aber er hat noch geschrieben Support Players. Danke. Yasuo, ja, nee, das ging an mich. Toll, ja. Ja, Leute, cool, die haben wir schon gespielt, du kommst zu spät. Oh, jetzt hier, guck mal hier. Ich bin gleich wieder da, mein Ding ist abgeschmiert. Was kann ich dann alles hier machen? Klasse Spielführer. Locker geblieben. Warte mal, das ist, wer ist denn das hier? Das ist Katharina C. Ich weiß gar nicht, ist C das locker geblieben? Weiß ja Honor nicht. A teammate. Ja, schon. Locker geblieben. So, locker geblieben. Oh, ich kann ja nur einen ehren. Ich dachte, ich kann alle ehren. Ich hab den geehrt. Oh, ich kann ja nur einen ehren. Ich dachte, ich kann alle ehren. Bin wieder da. Das ist ja doof. Ich dachte, ich kann alle ehren oder so. Guck, sogar die Leute aus seinem Team sagen Report Yasuo. Ja, kein Ding. Negative Attitude, Verbal Abuse und Hate Speech. Wieso Report Yasuo? Wieso denn? Weil er ein Stück Scheiße ist. Wieso denn? Was hat er dann gemacht? Weil er 3-13 steht und BM muss. Was muss er DM muss? Der muss zur DM? DM. Ja, er meinte, er müsste cool sein und so easy schreiben. Und es ist einfach nur retarded. Ja, 13 Mal gestorben. Total easy für dich, Junge. 3-13, easy game. Ja, und warum wollte er den denn jetzt schlecht machen? Ich meine... Weil er das gemacht hat. Weil er uns schlecht gemacht hat. Obwohl er sich das nicht erlaubt hat. Ja, aber meine, 13 Mal ist er gestorben, dann braucht man doch über so jemanden, braucht man sich doch nicht aufregen. Ich meine, das ist doch offensichtlich, dass er dann nicht so gut ist, oder? Ja, aber er hat easy geschrieben, als hätte er so sein Team gecarried. Ja, naja, mein Gott, ist halt ein kleines Kind, Mensch. Deswegen reporte ich ihn und scheiß auf ihn. Ich würde so ihn ja nicht in meinem Sprachschatz erwähnen. Ich weiß ja nicht, warum wir den überhaupt erwähnen. Er ist 13 Mal gestorben, da braucht man ja nicht drüber reden. Also. Deswegen will ich, dass er gebannt wird. Ach, das ist unwichtig. Damit die Leute nicht... Unwichtig, das... Riot bannt nie Leute eigentlich. Das ist unwichtig sozusagen. Ich hab mal einen Aussatz an Riot geschrieben. Das war wirklich eine Bachelorarbeit. Kein Witz. Einfach nur über die Community, was mich daran aufregt. Das heißt, Leute, wir machen jetzt einen Wechsel sozusagen, einen fliegenden Wechsel. Ja, danke, dass ich mitspielen durfte. Genau, wir schauen mal, wer alles noch dabei. Das heißt, was machen wir jetzt? Wie wechseln wir denn jetzt? Ich werde erstmal die Aufnahme beenden und starte eine neue Aufnahme. Das denkt man, ist eine ganz gute Strategie so. Ich sag erstmal, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Sag erstmal vorab schon mal erstmal alle danke fürs Mitspielen. Ich weiß ja nicht, wer dann noch wieder mitmacht und wer nicht. Aber erstmal, ich beende erstmal schnell mal die Aufnahme, okay? So, yes. Bis gleich. Jo. Sound muted. So, für YouTube bleibt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen gleich weiter die nächste Aufnahme. Aber ich dachte, ich mach mal hier so einen Cut an der Stelle. Dann sind die nicht mal so episch lang. Dann kann man so nach und nach sich die Videos genießen und so. Ist wahrscheinlich eine coole Idee. Und vielleicht gibt es ja noch ein besseres Game, dann können wir das hier vielleicht gar nicht hochladen. Nein, ja doch, nein, vielleicht doch, nein, ich weiß nicht, aber mal sehen. Schauen wir mal, hier erstmal beenden erstmal die Aufnahmen und fangen dann die nächste neue um. Ja, um. So, also los. Okay, Abflug hier.